Hey Fans und Trainer da draußen, hier ist Finn und willkommen bei Gira fragt mich. Pokémon Go hat endlich erste Infos zum GoFest 2023 angekündigt. Hier sind alle Infos. Los geht's! Nach ungewöhnlich langer Wartezeit hat Niantic endlich angekündigt, wann und wo dieses Jahr das GoFest stattfinden wird. Es wird in 3 Vor-Ort-Events und ein globales Event unterteilt und hat folgende Agenda. Vom 4. bis 6. August 2023 finden die beiden ersten Events in London, UK und Osaka, Japan statt. 2 Wochen später, vom 18. bis 20. August, findet das GoFest dann in New York City statt. Das fulminante Finale findet dann global statt, ein 2-tägiges virtuelles Event für alle Trainer, egal wo, am 26. und 27. August 2023. Zum Inhalt des GoFest wurde leider noch nicht besonders viel verraten. Wir können aber trotzdem schon einige Rückschlüsse ziehen. Die lokalen Events in Osaka, London und New York finden jeweils in einem Park vor Ort statt. Für diese kann man sich jetzt Tickets im Shop kaufen, wenn man daran teilnehmen will. In London ist das der Brockwell Park, in Osaka der Expo Commemoration Park und in New York ist es der Randall's Island Park. Diese Tickets berechtigen zum Spiel im jeweiligen Park für die jeweilige Uhrzeit. In Osaka und London kann man an einem der 3 Tage von jeweils 9 bis 13:30 im Park spielen und danach dann im ganzen Stadtgebiet. In New York kann man entweder von 9 bis 13 Uhr oder von 15 bis 19 Uhr im Park spielen und dann entweder vorher oder nachher im Stadtgebiet. Ich denke, dadurch sollen Massenaufläufe verhindert werden. Wenn man das Event um die jeweils anderen beiden Tage verlängern will, gibt es ein Add-on-Zusatzticket. Außerdem gibt es für jeden der Termine die beiden Add-on-Tickets Raid-Liebe und Schwärmerei, die zusätzliche Bonis für verschiedene Spielstile bieten. Will man die gesamte Experience, wird's aber preislich ganz schön happig. Ich persönlich werde tatsächlich nach New York reisen und dort am Freitag, den 18. August spielen. Das wird sicher ein richtiges Abenteuer. Abenteuerlich wird auch der Inhalt des GoFests. Wir werden in naher Zukunft noch erfahren, welche Spawns es geben wird, was die Boni sind und welche neuen Shinies beim Fest auftauchen. Das Logo des GoFest 23 gibt aber schon Aufschluss über das diesjährige mysteriöse Pokémon, das ja traditionell bei jedem GoFest gefeatured ist. Die kleinen pinken Diamanten deuten auf Dianki hin, ein mysteriöses Pokémon aus Kalos und der 6. Generation. Dianki ist vom Typ Gestein-Fee und hat als einziges mysteriöses Pokémon Zugang zu einer Mega-Entwicklung. Außerdem sieht man auf einem der Bilder zur Ankündigung eine Art Schatzkarte. Diese könnte auf ein Feature hinweisen, das schon seit einiger Zeit im Code herumschwirrt: Routen. Voraussichtlich wird man mit dem Routen-Feature eine Art Schatzsuche für Spieler erstellen können, die verschiedene Pokestops und Arenen abläuft, um so Belohnungen zu erhalten. Und so könnte Rokara ins Spiel kommen, als Belohnung für das Erfüllen einer Route. Dianki ist eine Mutation von Rokara und würde das Schatzthema des GoFests super untermalen. Alles Hypnothese natürlich. Was ich auch annehme, ist, dass Viscora eins der neuen Shiny-Pokémon sein wird. Bisher war jedes Jahr zum GoFest ein Drachen-Pokémon ein gefeatertes, neues und rares Shiny und es würde perfekt in die Reihe passen. Dann wird es sicher wieder ein neues kostümiertes Pikachu geben und möglicherweise einige andere Überraschungen. Ich hoffe ja weiterhin auf einige weitere Rotom-Formen. Aktuell sind die Preise für das GoFest noch etwas günstiger und Osaka ist tatsächlich bereits ausverkauft. Ich hätte es natürlich gut gefunden, wenn Niantic uns etwas mehr Details zu den Events gegeben hätte, aber das wird sicher noch kommen. Außerdem war letztes Jahr das globale GoFest für alle kostenlos. Da es dieses Jahr wieder etwas kostet, gehe ich also davon aus, dass die Eventinhalte wieder etwas besser werden. Ich bin sehr gespannt, ob Go wieder an die alten Erfolge anknüpfen kann und freue mich auf ein Mega-GoFest in New York. Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr an einem der lokalen Termine vor Ort sein? Oder nehmt ihr nur am globalen Fest teil? Teilt es mir gerne in den Kommentaren mit. Sobald es News zu den GoFest-Events gibt, werde ich dazu natürlich ein Update-Video machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Adios, Tragosso!